Moin Moin meine lieben Freunde, heute mit einem neuen Video exklusiv Erdnussanbau. Ja, ich habe hier meine Erdnuss in diesen wunderbaren Topf angebaut. Ich hoffe, wir haben dadurch einen großen Ertrag erzielt, also ich, und ich weiß nicht, was hier noch so wächst. Ja, ich zeige es mal gerne mal diese Kamera, keine Ahnung, was das für eine Pflanze ist, eventuell Unkraut, Beikraut. Ja, wir schauen mal, wie es so aussieht im Inneren des Topfes und wie viele Erdnüsse wir so ernten können. Und dann ja, kann man von Erfolg oder Misserfolg sprechen. Da schauen wir mal. Und es gibt natürlich auch eine Erdnuss-Challenge mit dem Felix Hobbygarten, wer die meisten Erdnüsse ernten kann. Und da können wir sehen, wer von uns beiden mehr hat oder weniger hat. So, jetzt schauen wir mal rein in den Topf. Dafür hole ich erstmal meine Schubkarre. So, machen wir jetzt mal so. Ja, ja, so seitlich, genau, passt. Kann ich das alles heute optimal im Sitzen machen? So muss es sein. Ja, ich habe nur so ein kleines Körbchen hier, ne, wie so ein Sieb. Und damit kann man die Erdnüsse gut einfangen und ja, die Erde fällt da einfach raus. So. Jetzt nehmen wir mal diesen Korb hier und gucken wir erstmal, was da für eine Pflanze hier ist. Hier. Ich reiße es mal jetzt mal hier so raus. Ich glaube, das ist ein Beikraut. Also ich glaube nicht, dass das noch von der Erdnuss kommt. Oder? Ne, kommt nicht von der Erdnuss. Also sind keine, schon mal keine Erdnüsse dran. Ja, kann man wegtun. Moment. Da beziehe ich noch mal ja, meine Handschuhe an. Wollen wir uns die Finger nicht schmutzig machen, ne? So, kippt man das mal einfach mal hier aus. So ganz grob, wunderbar. Zack. Sieht man schon mal. Ne, natürlich gar nicht. Das ist ja, eine Schnecke. Jetzt hier irgendwie. Ja. Ja. Und weg damit. Zack. So, ja. Man sieht, ist nicht viel Erde drin gewesen. Ich habe jetzt irgendeine Erde jetzt genommen vom Beet, also ja. Und na, ich bin guter Dinge, dass hier irgendwie was rausgekommen ist. Ich hoffe es mal sehr, dass irgendwas bei rumgekommen ist. Also da muss mindestens zwei Erdnüsse drin sein, also wenn nicht noch mehr. Ja, was haben wir denn hier? An der Seite haben sich ein paar Erdnüsse gebildet. Mal hier. Wenn ihr das mal so gut erkennen könnt. Hier an der Seite hängen welche, aber da was geworden ist, das weiß ich nicht. Ich tue die mal direkt mal zur Seite hier. Ja, sieht nicht so rosig aus. Mehr oberhalb, ober der Erde, haben sich welche, ja, würde ich sagen, ein paar Erdnüsse gebildet, aber schauen wir, hier packen wir jetzt mal einfach mal hier in den Topf rein. Ja, das sieht nicht so rosig aus, liebe Freunde. Sieht nicht so rosig aus. Wurzelwerk ist da, aber ja, das ist die Pflanze hier. Nicht für mich geblieben, also naja, wir schauen jetzt mal. Ach, so kann man natürlich die Erde wunderbar direkt sieben und wir ins Beet packen. Ja, gucken wir mal hier. Hier ist auch noch ja, eine hellere Erdnuss. Ja, guck mal hier. Ist nicht so toll entwickelt. Irgendwie waren die Erdnüsse, die ich hier reingeschmissen hatte, weiß ich nicht. Also. Ja, im Endeffekt hat es auch an der Erde
gelegen. Es ist einfach ganz normale Erde, also nichts dazu gemischt, nichts beigemischt, kein Kompost, nichts. Also ist verdammt lehmig hier die Erde. Ja, ich hätte die doch vielleicht ein bisschen bearbeiten sollen. Ja. Also eine Topfkultur, Erdnuss, kann ich euch sagen, ist glaube ich nicht zu empfehlen. So wie es hier aussieht. Also, ne, da sehen wir nichts. Also, ich habe da wohl viel Hoffnung dran gesetzt, aber naja, schauen wir mal hier, was haben wir jetzt hier, wie viele Erdnüsse? Das sieht auch nicht so gut aus, weil die Schale ist außen hart, ja, schön und gut, aber na, die lagen mehr oberhalb. Also lagen mehr oberhalb der Erde, haben sich ein bisschen oberhalb ein bisschen entwickelt, aber in der Erde selber gar nichts. Also abgezählt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, und zwei nackte. Lass mal 9 sagen, 9 Erdnüsse und ich hoffe, der Felix hat nicht mehr oder ein anderer. Also ganz ehrlich, Topfkultur, Erdnüsse, kann man vergessen. Nächstes Jahr wird auf jeden Fall in den Beeten angebaut, mehrere Pflanzen. Schauen wir mal, wie ich das machen kann und dann ja, gucken wir, wie der Ertrag so ist. Danke fürs Zuschauen, liebe Freunde, und falls euch das Video gefallen hat, gebt diesem Video einen Daumen hoch, schreibt was unter die Kommentare, vielleicht habt ihr mehr Ertrag gehabt, vielleicht habt ihr auch Ideen, Verbesserungsvorschläge, wie man sowas anbauen kann. Und ja, teilt, like dieses Video und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Efekan.